Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Projekt. Wieder ein Nintendo-Spiel. Die Geschichte von Super Mario und den Yoshis. Begann vor langer, langer Zeit. Ein Kurierstorch, Güterklasse 1, flieht in einer dunklen Nacht ohne Radarsystem dem Sonnenaufgang entgegen, denke ich mal. In seinem Schnabel transportiert er 2 zappende Bündel. Zoom. Ein großer Schatten knallt durch die Wolkendecke. Kavum! Ups! Im Vorbeiflug erhascht die seltsame Kreatur ein Baby und zischt damit ab. Oje, das andere Kind ist abgestürzt und fällt mit berauschendem Tempo auf das Meer zu. Diese idyllische Insel nennt man Yoshi's Island. Auf dieser Insel leben die Yoshis. Einer der Yoshis unternimmt gerade einen Spaziergang und fiebt vergnügt vor sich her. Das Baby ist auf Yoshis Rücken gelandet und hat auf wundersame Weise den Aufprall ohne Verletzungen überstanden. Doch es ist noch etwas vom Himmel gefallen. Das sieht ja aus wie eine Karte aus. Das sieht ja wie eine Karte aus. Wo kommt denn die auf einmal her? Yoshi rennt sofort los, um seine Kumpels über alles zu informieren. Kamek, der Magikooper, wohnt in Bosas Schloss. Zur Untermiete. Er war derjenige, der dem Storch das Kind geraubt hat. Kamek ist stinksauer, dass er nur ein Baby erwischt hat. Er schickt sofort seine Diener los, um auch das andere Baby zu entführen. Das zweite. Okay. Ahnungslos begibt sich Yoshi zu seinen Freunden. Doch Kameks Horde hat sich bereits aufgemacht, um das Bündel auf Yoshis Rücken zu rauben. Ob ihr das jemals schaffen werdet? Während die Yoshis das Baby heil zu seinen Eltern zurückbringen können,
Und das werden wir bald erfahren. Und hier ist es nun, das neue Projekt Yoshi's Island Super Mario World 2 von 1995. Gut. Ich hatte eben kurz getestet wegen den Spielständen. Die waren noch da gewesen. Ich habe gerade Spielstände gelöscht wieder, damit ich für dieses LP einen Spielstand anlegen kann. Die gesamte Yoshi-Familie lebt auf Yoshi's Island. Die Yoshis sind wegen des Babys, das vom Himmel gefallen ist, in heller Aufruhr. Sie bemerken, dass das Baby an einen besonderen Ort gebracht werden möchte. Also entschließen die Yoshis sich dazu, einen Staffellauf zu veranstalten, um das Kind an den gewünschten Ort zu bringen. Auf geht's, Yoshis! Ein neues Abenteuer wartet auf uns. Und ein neues Abenteuer wartet auf mich. Denn die Yoshis werden begleitet durch Mr. Dynamite. Jetzt geht's los. Ja. Jetzt sind wir noch in einem kleinen Tutorial-Level. Wenn Yoshi von einem Gegner getroffen wird, verliert er Baby, Mario und der Sternenzähler beginnt, die Sterne sehr schnell abzuziehen. Steht die Zahl auf 0, erscheinen Kameks Gesellen und entführen das Baby. Beeil dich also, Baby Mario zu retten. Hast du Baby Mario aus den Klauen der Bösewichte befreit? Erhöht sich der Sternenzähler stufenweise, bis er wieder 10 erreicht. Je mehr Sterne du gefunden hast, desto mehr Zeit hast du, um Mario zurückzuerobern. Okay. Mach schnell! Wenn du zu spät kommst, werden Kameks Diener Baby Mario kidnappen. Benutze Yoshis Zunge, den Flatterflug oder den Eierschuss, um das Baby zu retten, bevor der Sternenzähler abgelaufen ist. Ja, jetzt müssen wir... Das geht so da mit dem Sprung. Jetzt müssen wir halt Baby Mario... Ja, beschützen quasi. Am besten, wenn wir selten wie möglich getroffen werden. Flatterflug. Halte B gedrückt, um mit Yoshi... Eine kleine Weile in der Luft zu flattern. Meine Stimme ist noch ein bisschen erledigt. Das wird sich hoffentlich gleich ändern. Hallo? Und tschüss. Okay. Dann beende ich hier erstmal kurz die Aufnahme und dann werde ich euch erklären, wie ich dieses LP gestalten werde. Bis gleich.